Im Filmfieber. Kinos haben seit heute deutschlandweit wieder geöffnet. Darunter auch der Weltspiegel und das Obenkino in Cottbus. Der Kinobesuch ist ohne Testpflicht und ohne Maskenpflicht am Sitzplatz möglich. Außerdem wurde im Obenkino renoviert und das Personal des Weltspiegels hat die Zeit genutzt und einige Säle technisch aufgerüstet. Das Kinoprogramm findet ihr auf den jeweiligen Internetseiten. Mehr Blutspenden benötigt. Am 3. Juli startet die größte DRK-Blutspendeaktion im Süden Brandenburgs. 250 Blutspenden wollen die rund 25 Teammitglieder des Blutspendedienst entgegennehmen. Die Aktion startet am Samstag von 8 bis 14 Uhr im Institut für Transfusionsmedizin an der Thiemstraße. Vorab ist eine Terminreservierung erforderlich. Das ist unter der Internetadresse terminreservierung.blutspende-nordost.de oder unter der Nummer 0355 49950 möglich. Unter allen Teilnehmenden werden verschiedene Gewinne verlost. Elbenwald ist zurück. Laut Berichten der Lausitzer Rundschau konnte das Cottbusser Unternehmen Elbenwald die Insolvenz abwenden. Elbenwald vertreibt Fanartikel zu Filmen, Serien und Videospielen. Durch die Pandemie musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Große Schäden konnten aber abgewendet werden. Laut LR bleiben die rund 260 Arbeitsplätze durch eine Unternehmenssanierung erhalten. Außerdem soll das große Elbenwald-Festival am letzten Juliwochenende stattfinden. Das Sicherheits- und Hygienekonzept wurde vor kurzem genehmigt.